Ab geht's. Was denkst du, Hansi? Wer wird hier das Heft in die Hand nehmen? Ich glaube, heute wird es zu einer Dominanz der Defensive auf beiden Seiten kommen. Und für diese Dominanz steht kaum einer so wie Thiago Silva. Für mich der moderne Verteidiger schlechthin. Absolute Zustimmung, Hansi. Der Mann ist der geborene Leader und Abwehrchef. Jordan Henderson. Stark gehalten. Exzellente Parade. Jordan Henderson hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Stark angesetzt zum Kopfball. Nee, nicht ganz. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Van Dijk. Robertson. Van Dijk. Jordan Henderson. Sadio Mané. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Sie lassen da nichts anbrennen. Fabinho. Mohamed Salah. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Physisch enorm präsent. Sadio Mané. Kurz ausgeführt. Jordan Henderson. Und er ist. Und er trifft. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Perfekte Kopfballtechnik. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Das könnte was werden. Und der Ball segelt unmittelbar in die Hände des Torhüters. Hier ist Sadio Mané. Meunier mit der Grätsche. Hartes Tackling, aber alles regulär. Pablo Sarabia. Mohamed Salah. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Die Chance für Sadio Mané. Mané! Da macht er es sich selbst eigentlich zu schwer. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird sagen, Mensch, hau das Ding doch einfach drauf. Er versucht es stattdessen mit dem lässigen Lupfer. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flügel. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Und gleich wieder zurück. Jetzt aber Neymar. Die Chance. Klasse Parade. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Jordan Henderson. Alexander Arnold. Marquinhos. Schlauer Pass. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation.
Mané hat einfach einen ausgeprägten Torjägerinstinkt. Den haben wir ja schon gesehen. Marco Verratti. Neymar. Hier ist Mohamed Salah. Einfach mal Langholz. Lang nach vorn. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Marco Verratti. Richtig gutes Stellungsspiel. So jagt man heute den Ball. Mané. Sadio Mané. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Meunier. Der Unparteiische bitte zur Pause. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Ein Treffer trennt die beiden Mannschaften bis hierhin. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Ich schätze, dass die Partie jetzt viel offener wird. Das muss sie ja auch bei diesem Spielstand. Flankenwechsel. Da sollte der Pass hin. Idrissa Gueye. Wieder dazwischen gegangen. Er versucht's. Am Tor vorbei. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Robertson. Sadio Mané. Das ist Roberto Firmino. Alexander Arnold. Und ein Schuss. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Richtig stark vorbereitet, richtig stark abgeschlossen. Am Ende war es nur noch Formsache. Und damit steht es 2:0. Das kann jetzt eigentlich kein ernsthaftes Problem mehr sein, dieses Spiel zuzumachen und den Deckel drauf zu machen. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Ein sehr kluger Pass. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Und der Konter läuft. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Schon läuft der Gegenangriff. Die Chance für Sadio Mané. Ab in Richtung Tor. Na, und noch eins. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Keylor Navas war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Draxler soll seine Teamkollegen jetzt natürlich mit guten Pässen füttern. Ich glaube, wir können uns auf einige schöne Pässe in die Tiefe gefasst machen. Damit also steht's 3:0. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Da verheddert er sich.
Roberto Firmino. Robertson. Hier ist Sadio Mané. Da hat er den Überblick behalten. Also viel Ball hat er nicht erwischt. Das war ein klares Foul. Wijnaldum. Es scheint ihm nichts auszumachen, hinten aushelfen zu müssen. Er macht das gerne. Stark von Di Maria. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten Abwehrspieler. Da ist die Chance. Es gibt Eckball. Faust vor und weg damit. Wijnaldum. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert. Freistoß für PSG. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Balleroberung. Ab auf die Flanke. Mbappé. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Na klar kann man das von hier oben alles etwas besser beurteilen, aber so viel Freiraum auf der rechten Seite und dann ein Ball, der nicht rausgespielt wird, das verstehe ich nicht. Kurzawa. Marco Verratti. Marco Verratti. Mit dem guten, langen Schlag. Kurzawa. Er springt hoch zum Kopfball. Gute Parade. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdaddelt. Sadio Mané. Marco Verratti. Draxler. Das ist Di Maria. Und wieder zurück ins Zentrum. Mohamed Salah. Kurzawa. Di Maria. Da kommt die Hereingabe. Alexander Arnold. Hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Hier ist Sadio Mané. Meunier. Thiago Silva. Mané ist körperlich einfach unterlegen. Da kann er sich lösen. Jetzt der Abschluss. Mit den Fingerspitzen. Alexander Arnold spielt den kurzen Ball. Gute Flanke. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Der Gegner ist heute schlichtweg überrollt worden. Für alles andere muss man sich einfach nur das Ergebnis angucken. Ich denke, das spricht heute für sich. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Auf solch einer Defensive kannst du aufbauen. Sie haben wieder mal kein Gegentor zugelassen und sie haben völlig verdient gewonnen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank natürlich auch an Hansi Küpper. Den Dank kann ich nur zurückgeben.